Hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute geht es mal um Kocher. Und zwar wollte ich einen kleinen Kochervergleich inklusive Brenntest machen, weil mir gerade danach ist, von meinen zwei meistverwendeten Kochern für so unterwegs, für kleine Touren und einfach mal schnell irgendwas heiß machen. Das ist einmal hier der Trangia-Kocher, der gute alte, der ja seit gefühlten 100 Jahren, ich glaube, das sind ziemlich genau 100 Jahre, auf dem Markt ist, völlig unverändert, immer noch wunderbar funktioniert. Meiner ist 15 Jahre alt und der ist unzerstörbar, also da kann eigentlich nichts passieren. Wenn man den hat, dann hat man den und der hält ewig, läuft mit Spiritus. So, dann der andere Klassiker ist der S-Bit-Kocher, hier mal die Schale. Ihr seht das alles gleich noch genauer, deshalb spare ich mir jetzt großartig viel in die Kamera zu halten, inklusive die kleinen S-Bit-Würfelchen. Das soll angeblich Benzin sein, trockenes bzw. festes Benzin, also kein Alkohol, angeblich. Ich habe es jetzt nicht groß recherchiert, ich glaube es jetzt einfach mal. Und neu, und das ist auch so der Grund, weshalb ich jetzt dieses Video mache, weil ich einfach mal das Baumarktmodell ausprobieren wollte, aus der Reihe Zeug aus dem Baumarkt. Das ist ein Sicherheitsbrennpaste-Brenner, der für 5 Euro im Baumarkt zu haben war, inklusive diesem schönen Deckelchen, was man hier drauf machen kann. Und jetzt wollte ich einfach mal vergleichen, was kostet ungefähr wie viel und was kann das jeweilige Zeug. Jawohl, und schon legen wir los. Ich erkläre euch mal kurz, was ich vorhabe. Also das hier ist meine gute alte Titantasse. Die ist auch schon ziemlich alt und weit gereist und ihr geht es noch gut. Dadurch, dass man die nicht hinhängen kann, normalerweise habe ich jetzt einfach meinen Everyday Carry Draht drum gewickelt aus meiner jeden Tag getragenen Überlebensdose. Und ja, das dient einfach dazu, dass man sie hier hinten hinhängen kann. Demonstrieren wir das mal kurz. Zack, zack. Und da kann man jetzt irgendwas Brennendes drunter stellen, um halt entsprechend heißes Wasser zu bekommen. Und je nachdem, welcher Kocher jetzt zum Spiel kommt, schauen wir mal, wie lange das jeweils dauert. Ja, kommen wir zu Kochermodell Nummer 1, dem S-Bit-Kocher. Das ist im Prinzip einfach nur dieses Metallgestell, schon ein wenig in die Jahre gekommen und sieht entsprechend aus. Kann man so zusammenklappen, und dann sehr einfach transportieren. Und im Inneren kann man dann während des Transports auch den entsprechenden Brennstoff aufbewahren, der in dieser typischen roten Schachtel geliefert wird. Das Ganze ist nicht besonders toll verpackt und nicht wasserdicht oder sonst was. Und sobald man ein bisschen was verwendet hat davon, also die Brennstoffpackung nicht mehr randvoll ist, klappert es auch schön beim Transport. Aber naja, ich finde den cool, den gibt es auch schon seit ewigen Zeiten. Standardmäßig bei der Bundeswehr kriegt man so ein Ding, das ich jetzt allerdings privat gekauft habe. Ich habe meinen damals nicht verloren. Demzufolge, jawohl. Funktioniert relativ simpel. Man nimmt einfach diese Auflage, packt da dann eine solche Tablette von dem Brennstoff rein. Zack. Und wenn man die dann angezündet hat, kann man durch diese Tatsache, dass man das Ding hier entsprechend zuklappen kann, es auf die entsprechende Größe klappen und ein Gefäß direkt draufstellen. Ist relativ simpel, funktioniert auch gut. Und was wir jetzt tun werden, ist eben mal testen, inwieweit hier ein Schluck Wasser in meinem Töpfchen, wie lange der braucht, um eben mit dem S-Bit-Kocher zum Brennen gebracht zu werden. Und zwar, wenn man jeweils nur eine Tablette am Brennen hat. Es geht schneller, wenn man zwei Tabletten oder drei Tabletten übereinander häuft, dann kriegt man insgesamt eine höhere Hitzeausbeute. Das wollen wir jetzt aber nicht machen. Wir nehmen jetzt bloß eine Tablette, weil wir bei allen Systemen so versuchen, mit so wenig Brennstoff wie möglich auszukommen. Es ist so eine Sache bei S-Bit, man kann diese Würfelchen nicht ohne Feuerzeug oder Streichholz anzünden oder halt irgendwas anderes, was mit offener Flamme brennt. Wenn man also nur einen Feuerstil dabei hat, dann muss man halt irgendwas anderes anzünden, zum Beispiel ein Häufchen Birkenrinde, dann die Tablette dran halten, bis sie brennt und dann in den Kocher schmeißen. Man kann auch alternativ versuchen, im Kocher ein Häufchen Birkenrinde anzuzünden. Habe ich schon häufiger gemacht, deshalb sieht der auch so aus. Das ist aber von daher ein bisschen blöd, weil man da dauernd mit dem Feuerstil dann da irgendwie dran stößt und da wirklich häufig, relativ häufig am Stahl schrubben muss, streichen, schaben, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, bis dann da endlich was brennt. Gut, testen wir mal, ob diese Streichhölzer noch was taugen.
Aha. Bisher bin ich nicht überzeugt. Also, Feuerzeugchen. Esbit brennt. Esbit da reinschmeißen. Und blöderweise habe ich jetzt vergessen, mir Wasser in den Topf zu tun. Großartige Leistung. Mal wieder ganz super. Ich hole es mal schnell. Ja, nun kommt auch ein wenig Wasser im besagten Topf. Ich gucke mal, dass ich jedes Mal so ungefähr eine halbe Tasse nehme. Das sind dann so ungefähr 300 Milliliter, nicht ganz, 280, irgendwie sowas. Die ganze Tasse hat 400 noch was. So, blöd ist jetzt, dass man den Esbit-Kocher natürlich jetzt zusammenklappen muss. Da muss man vorsichtig sein, dass man sich da dann nicht verbrennt, damit man dann auch die Tasse oder was auch immer man da benutzt draufstellen kann. Und jetzt ist natürlich mein Topfhalter hier im Weg. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Tada! So, brennt. Ich stoppe die Zeit. Zack, ab jetzt. Und dann gucken wir mal, wie lange das dauert. Notfalls werfe ich noch einen Esbit-Würfel hinterher. Und wir machen hier natürlich einen Schnitt. Nebenher sei noch mal kurz darauf hingewiesen, wir haben hier übrigens optimalste Bedingungen. Also es ist absolut windstill und die Außentemperatur ist auch relativ hoch. Das sollte also alles ein bisschen fixer gehen, als wenn man das eben irgendwo im freien Felde macht, wo man keinen Windschutz hat und ja, es sowieso kalt ist draußen. Das spielt natürlich auch eine Rolle, welche Wassertemperatur das Wasser überhaupt schon von vornherein hatte. Das war jetzt hier so, naja, kalt eben nicht. Ich lege mal noch einen halben Würfel nach, sonst ist da nämlich demnächst Schluss. So, das hier möchte ich jetzt einfach mal als Kochen nehmen, wenn die ersten Bläschen da aufsteigen, die sich unten am Boden vom Topf in Anführungszeichen gebildet haben, sagen wir einfach, das ist der Punkt, wo es kocht. Dann haben wir das bei jedem Ding gleich definiert und das ist hier jetzt nach 4 Minuten und 55 Sekunden der Fall. Jawohl, ja. So, um nichts verkommen zu lassen, muss ich jetzt erstmal Tee trinken. Das wird noch ein paar Mal der Fall sein heute. Ja, doch, gut warm. Kennt ihr Krümeltee? Das ist dieses Zeug, was es in diesen großen, größtenteils gelben Dosen mit Zitronengeschmack bei jedem Discounter und auch namhafteren, ja, also Edeka oder ähnlichem kriegt man das auch. Gibt es dieses tolle Zeug, besteht größtenteils aus irgendeinem Zitronenaroma und Traubenzucker, aber ich stehe da drauf. Also wenn Saki seine komischen Nudeln da fressen darf, dann darf ich Krümeltee trinken. Da ich ja keinen Löffel habe, das Messer tut's auch. Ja, kommen wir zum zweiten Kocher in der Reihe. Das ist der gute alte Trangia-Brenner. Den werdet ihr garantiert auch schon mal gesehen haben. Wahrscheinlich besitzt ihr auch einen, einfach der Vollständigkeit halber. Worum es mir persönlich selber geht, ist der Baumarktkocher. Und ich habe auch noch nie selber getestet, was denn jetzt nun schneller geht. Esbit-Kocher oder Trangia-Brenner, wenn man sich einfach bloß mal einen Topf Wasser heiß machen möchte. Und man den Trangia-Brenner auch ohne sein dazugehöriges Kochersystem, nenne ich es jetzt einfach mal, verwendet, sondern wirklich bloß den Brenner an sich, was ja für so kleines Gepäck eigentlich ganz praktisch ist, wenn man nur dieses Brennerchen dabei hat. Jo, bestehend aus einmal dem eigentlichen Brenner, der hat so ein Kapillarsystem, heißt, man füllt in die Mitte seinen entsprechenden Brennstoff, also Spiritus. Der zieht dann, unten sind so Löcher, unten am Boden, damit die Wand hoch und die Wand hat hier oben so Löcherchen, wie ihr sehen könnt, und aus denen kommt dann eigentlich die Flamme. Also dadurch, dass das Zeug dann da so unten durch und in diesem Kreislaufsystem funktioniert, in der Mitte kann er dann theoretisch auch noch rausbrennen, aber wesentlich ist wirklich diese Sache mit den Löchern, die sorgt dafür, dass er halt gut zieht. Und das war es auch schon an Technik. Ansonsten ist das bloß wirklich nur ein Topf, in dem man Spiritus reinmachen kann. Eben mit diesem doppelwandigen System mit Löchern. So, dann gibt es den Transportdeckel. Der ist einfach dafür da, dass man das Ding zumachen kann. Besagter Deckel hat einen Dichtungsring. Man kann also theoretisch Spiritus auch im Brenner selber transportieren. Je nachdem, wie alt der Brenner ist, kann es sein, dass das Ding hier irgendwann mal undicht ist. Bei mir funktioniert es eigentlich noch ganz gut, wobei ich jetzt nicht es ungern riskiere, sagen wir es mal so, weil ich transportiere den Brenner dann meistens in meiner Tasse. Da passt der gut rein. Plupp.
Was dazu führt, dass wenn der mir auslaufen würde, hätte ich eben Spiritus in meiner Tasse. Und das ist schwierig, da wieder rauszukriegen, weil der Spiritus ja absichtlich so dafür gedacht ist, dass wenn man den irgendwie ins Essen bekommt oder sonst was, einem schlecht werden soll, damit man eben halt nicht diesen billigen Alkohol in Anführungszeichen trinkt und sich zu Tode säuft an Spiritus. Und da reicht schon ein minimaler Tropfen im Kochgeschirr, dass das Kochgeschirr auch eine ganze Weile lang schlecht schmeckt. Beziehungsweise man muss das sehr, sehr, sehr viel ausspülen. Je nach Situation hat man nicht so viel Wasser zum Spülen. Sollte man vermeiden. Gut, dafür also der Transportdeckel. Dann gibt es hier einen Lösch- und Regulierdeckel. Regulier in Form von, man kann den hier aufmachen und kann dann entsprechend ihn so draufpacken. Und hat dann die komplette Flamme, also fast die komplette Flamme, weil damit diese Löchlein doch so teilweise abgedeckt werden, zumindest teilweise. Kriegt dann eine konzentriertere Flamme allerdings auch. Ich zeige euch das gleich nochmal im brennenden Zustand. Und kann ihn theoretisch auch im brennenden Zustand dann zuschieben, um das Ding auszukriegen, beziehungsweise entsprechend kleiner stellen, wenn man nur mit halber Kraft kochen möchte. Ja, habe ich jetzt noch nie machen müssen, aber es geht schon. Funktioniert einigermaßen, wobei mit halber Kraft ist dann wirklich bloß bestenfalls irgendwas warm halten. Also wirklich was zum Kochen kriegt man dann, naja, schwierig, vorsichtig ausgedrückt. Jetzt gibt es auf dem Planeten jede Menge super tolle Spezialspiritusflaschen. Mir ist das zu blöd, ich nehme dann eine stinknormale PET-Flasche. Das tut's auch. Interessanterweise, das habt ihr jetzt leider nicht sehen können, aber wenn man da Spiritus reinkippt, kann man dann gleich, wenn man oben reinguckt in den Brenner, gucken, wie der Spiritusstand dann wieder sinkt, weil sich eben dieses Kapillarsystem dann hier quasi vollsaugt und der Kocher dann nach kurzen paar Sekunden dann auch bereit wäre, angezündet zu werden. Theoretisch müsste das sogar dadurch gehen, dass hier oben aus den Löchern so ein bisschen Alkoholdampf bereits ausdampft und man dann an den Löchern selber den Apparat entzünden kann. Theoretisch. Das hängt aber sehr von der Lufttemperatur ab, je nachdem wie flüssig oder nicht flüssig der Alkohol halt, wie leicht der Alkohol verdampft. Im Winter geht das zum Beispiel gar nicht. So theoretisch lässt sich so ein Trangia-Kocher jetzt auch durchaus mit einem Feuerstahl, da kommt er, entzünden und einem entsprechenden Messer natürlich. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt hier gerade klappt. Test. Nö, ist natürlich nicht so einfach wie mit dem... Jetzt. Geht. Also, wie ihr sehen könnt, brennt's. Es kommt relativ häufig vor, dass man die Flamme gar nicht sieht. Das hängt so ein bisschen mit der Reinheit des Spiritus zusammen und wie sauber der Kocher ist, schlicht und ergreifend. Hopsa. Zack. Da brennt er. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ja doch einigermaßen. Und dann hängen wir jetzt mal unseren Topf, diesmal mit seiner tollen Tragevorrichtung, da einmal drüber. Ich habe jetzt aus Zeitgründen rausgeschnitten, eben hatte ich den Topf einen Ticken zu tief hängen. Das hat dazu geführt, dass beim Versuch eben das Ding da drüber zu bekommen, mir der Kocher ausgegangen ist. Aber das habe ich jetzt aus Zeitgründen eben nochmal rausgeschnitten, habe ihn jetzt etwas zu hoch gehängt wahrscheinlich. Ihr seht, das mit dieser Hängevorrichtung ist so eine Sache, wobei man sich fragen kann, ob das jetzt wirklich zu hoch ist, weil die Flamme ja im höheren Bereich eigentlich am heißesten ist. Wir werden es sehen. Blöd an der Variante, die ich jetzt hier betreibe, mit dem nur den Brenner verwenden, ist natürlich, dass man keinen Windschutz hat. Da könnte man sich jetzt noch was bauen, aber ich will ja die Kocher jetzt an sich ohne irgendwelches Improvement in Anführungszeichen vergleichen, ohne dass man da jetzt noch irgendwas dazu baut, um die dann noch zu verbessern. Was man auf jeden Fall auch noch sagen muss, ist, dass so ein Trangia ja theoretisch eigentlich ein Vollwertkocher ist. Also das ist kein Notkocher, sondern man kann auf dem Ding ganze Gerichte kochen. Das kann man auf so einem Esbit-Kocher eigentlich nicht. Beziehungsweise man kann schon, aber ein Esbit-Kocher ist ja wirklich bloß für die Tasse Suppe oder die Tasse Kaffee oder irgend sowas in der Richtung gedacht. Und es kocht. Und zwar ordentlich. Hossa, das habe ich jetzt schon fast verpasst. Man kann es sogar hören. Hört ihr? Tee trinken, Teil 2. Das mit dieser Strippe ist jetzt ein bisschen nervtötend, aber ich brauche das Ding ja gleich nochmal. Brr, heiß. Zum Wohl. Ich habe übrigens vergessen zu sagen, was die Dinger kosten. Also für so einen Esbit-Kocher mit einer Ladung Brennstoff. Also der Brennstoff alleine hat vor ein paar Jahren noch 2,75 Euro ein solches Päckchen gekostet.
man sollte für einen Kocher mit Brennstoff eigentlich jetzt nicht nennenswert mehr als 10 Euro ausgeben. Das wäre irgendwas verkehrt, wenn das nennenswert mehr als das kostet. Weiß ich nicht genau, aber mich würde es sehr, sehr wundern. Dann so ein Trangia-Brenner. Es gibt die Brenner auch einzeln. Ich habe leider keinen Plan mehr, was die kosten. Ich gucke es nach und schreibe es euch unten rein. Ich tippe mal auf irgendwas so um die 30 Euro. Seht ihr ja gleich, ob stimmt. So, das großartige Brennersystem Baumarkt, so nenne ich es jetzt einfach mal, ist erstens mal, fällt mir auf, dass das Ding nicht wirklich zum Outdoor-Transport gedacht ist. Denn wenn man das Brennding hier drin hat und es offen hat, dann ist es erstmal offen. Das kriegt man nicht mehr zu. Man kann es dann zwar in diesem Teil hier transportieren und man kann da theoretisch auch dieses Ding hier draufschrauben. Aber so richtig solide ist das nicht. Also das arretiert wohl so ein bisschen, dass es nicht sofort runterfällt. Aber wenn man das im Rucksack hat, da reicht dann so ein kleiner Ruck und dann ist es wieder offen. Also, kann sein. Und das zweite Problem ist natürlich, dass hier oben die Soße einfach rausläuft. Also zum Transport ist das nicht geeignet. Man müsste dann quasi also so eine Schüssel gleich aufbrauchen oder sich irgendwas einfallen lassen, wie man die wieder zubekommt. Das ist also halt schon mal ein großer Nachteil, aber das ist ja auch nicht dafür gedacht, großartig transportiert zu werden. Aber wie gesagt, es besteht aus den Einzelteilen eben diesen Deckel hier. Der hat hier so ein schönes Dingens, mit dem man, hoppsa, da war die Schärfe nicht okay, mit dem man hier diese Löcher am Rande auf und zu schieben kann. Das finde ich eigentlich ganz schön. Dass der Griff so weit weg ist, finde ich theoretisch zur Bedienbarkeit auch ganz schön. Fürs Verpacken ist natürlich wieder blöd. Und dann hat er noch dieses Objekt hier, das ist im Prinzip auch ein Löschdeckel. Ja, so eine Sicherheitsbrennpaste hier enthält 80 Gramm. Die machen wir jetzt einfach mal auf. Oh, sie ist grün. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Sieht ja interessant aus. Das Ganze stellt man dann wohl einfach hier rein, macht da entsprechend dieses Dingelchen hier drauf. Jetzt habe ich ein kleines bisschen gekleckert. Also kleckern tut man schnell, offensichtlich. Ja, und jetzt müsste sich das ja theoretisch wahrscheinlich auch mit dem Feuerstahl entzünden können, lassen können. Ich habe das alles noch nie ausprobiert, das ist also Premiere. Noch nicht. Jetzt. Doch. Hat beim ersten Mal doch schon geklappt, hat man noch nicht gesehen. Ja, brennt. Noch ziemlich zimperlich, aber irgendwie brennt schon. Gut, also, jetzt weiß ich auch, warum das Ding Sicherheitsbrennpaste heißt. Die ist nämlich so sicher, dass man sich damit quasi echt nicht verbrennen kann. Wärmeleistung ist mehr als bescheiden. Gut, es geht jetzt mehr nach hier hinten raus, weil ein gewisser Wind herrscht auf meinem Baumstumpf hier. Doch, jetzt ein kleines bisschen Hitze abbekommen. Vielleicht als kurzes Intermezzo. Natürlich kann man jetzt diese Dinger noch mal ein bisschen updaten, was normalerweise ja auch Sinn macht. Aber ich will ja jetzt wirklich einfach mal das System an sich vergleichen. Zack. Und schon könnte man jetzt theoretisch die Tasse direkt draufstellen und könnte sich diese tolle Hinhängensystem, was ich hier jetzt aufgebaut habe, kann man sich dann eigentlich auch sparen, indem man da einfach so ein kleines Aufsätzelchen sich besorgt und das dann auch drauf macht. Den Aufsatz, den ich hier verwende, das ist der Aufsatz, der bei jedem Notkocher 71 dabei ist. Notkocher 71 ist im Prinzip auch einfach eine Dose mit solcher Sicherheitsbrennpaste, die allerdings extrem viel heißer brennt als die, die hier drin ist. Aber das werden wir gleich noch sehen. Ja, und fertig. Das Ganze ist schon ein bisschen wackelig zugegeben, aber wenn die Tasse voll ist, da seht ihr es. Also so einfach ist es dann halt doch nicht. Das Ding muss halt schon ziemlich gerade stehen. Und die Tasse muss auf jeden Fall voll sein, damit es einfach was wiegt. Damit das Ganze dann was hebt. Und dann muss man es einfach vorsichtig aufstellen. Dann geht das schon, wenn nicht viel Wind geht. Aber naja. Also mir ist meine Variante mit dem Stöckchen zum oben dranhängen irgendwie lieber. Aber man kann den so halt dann auch gleich benutzen, ohne sich erst was zu bauen. Das System funktioniert natürlich auch bei dem Ding da hinten. Der Trangia-Kocher lässt sich dann auch in den Aufsatz stellen und mit beidem zusammen in einer solchen Tasse, die haben ja fast alle so ungefähr den gleichen Durchmesser, auch entsprechend versenken. Flupp. Und dann sehr gut transportieren.
Ich überlasse es jetzt eurer Fantasie, was man dann noch oben reinstopfen kann. Irgendwas Leckeres, Essbares, Tütensuppenzubehör und ähnliche schöne Dinge. Also wenn man den dann vorher entsprechend zuschraubt, da passt dann sogar noch irgendeine kleine Dose mit irgendwelcher Wurst oder sonst was rein. Und man kann sich da echt schon gleich eine ganze Mahlzeit quasi in dieser Tasse verpacken. Wenn man jetzt noch irgendwas hat, worin man die Tasse verpacken kann, man kann schon so ungefähr erahnen, welcher dieser Kocher mir bisher der liebste ist. So, der Topf hängt drüber. Ich habe vielleicht einen Ticken mehr Wasser drin als bei den anderen, aber dafür habe ich diesmal die Bedingungen optimalisiert. Sprich, den Topf wirklich möglichst zentral und möglichst in der idealsten Höhe über diesen Brenner da positioniert. Und brennen tut's. Ich habe auch diese Belüftungslöcher jetzt so weit geöffnet, wie es irgendwie geht. Das heißt, der brennt auf volle Pulle. Mehr als das kann er wohl irgendwie nicht. Und ja. Man kann ein Flämmchen sehen, wenn man mit bloßem Auge hinguckt. Man kann es vor allen Dingen riechen. Also der stinkt von den Modellen ähnlich schlimm wie der Hesbit-Kocher. Der ist auch recht gut riechbar, in Anführungszeichen. Naja, gucken wir mal, wie lange es dauert, beziehungsweise ob man damit überhaupt Wasser heiß bekommt. So, also ich hoffe, man kann es hören. Ich weiß nicht, ob man es auch sehen kann. Ich gehe gleich nochmal näher ran mit der Kamera. Es hat auch tatsächlich funktioniert, dass das Ganze kocht. Und zwar nach sage und schreibe gerade einmal 12 Minuten. Jawohl, ja. Wobei, so heftig kochen tut es jetzt erst seit jetzt. Aber nach 12 Minuten hat es so ungefähr angefangen, wenn man so, wie gesagt, von den ersten Bläschen ausgeht. Das hatten wir so leicht köcheln halt. Ja, also da könnt ihr sehen, es kocht definitiv wirklich. Mit der hoffentlich letzten Tasse Tee für heute gibt es zum Fazit. Also, mein Favorit ist, man kann es sich denken, natürlich dieser hier, wobei man ja dazu sagen muss, eigentlich ist das kein Notkocher, es ist eigentlich schon ein Vollwertkocher. Zwar der einfachste Vollwertkocher, den es gibt, aber ja, in dieser Form hier mit dem Aufsatz dazu ist der ja so schon ein Standalone-Kocher, wenn man ihn dann noch mit Spiritus füllt und damit leben kann, dass die Chance besteht, dass da so ein ganz paar Tröpfelchen auslaufen. Wobei meine nach wie vor relativ gut dicht hält und man kann sich ja auch alle 10 Jahre mal einen neuen kaufen. Das ist dann auch nicht so schlimm. Muss man nicht, kann man. Weil Brennleistung, Gewicht und alles, das passt schon. Und der ist dadurch, dass er so klein ist und man sowieso eine Tasse dabei hat, um irgendwas warm drin machen zu können und man ihn in die Tasse reinpacken kann, finde ich den schon relativ genial. Natürlich ist so ein Hesbit-Kocher auch praktisch. Allein auch wegen dem kleinen Packmaß und der Tatsache, dass man sich den in die Westentasche oder sonst wohin stecken kann und ihn wirklich immer dabei haben kann und man sich nicht groß drum kümmern muss, ist da jetzt noch genug Spiritus drin, habe ich den richtig zugeschraubt, muss ich noch eventuell Ersatzspiritus mitnehmen, mit einer Packung Hesbit-Würfel kriegt man viele, viele Tassen Wasser heiß. Also wenn es einem wirklich bloß darum geht, mal ein bisschen was Warmes zu haben oder auch mal eine Dose Ravioli oder sowas in der Richtung. Für eine Dose Ravioli, so eine kleine Ein-Teller-Ravioli-Dose, das dauert ungefähr 3 Esbit-Würfelchen oder was, bis man das dann heiß hat auf einem Level, dass man es essen kann und das bei niedrigen Temperaturen. Ich habe das im Sommer ehrlich gesagt noch nie ausprobiert, fällt mir gerade ein. Ich mache mir Dosen Ravioli auf dem Esbit-Kocher irgendwie immer nur im Winter. Ja, und halt eben besagter toller Baumarktbrenner. Also ich bin, ja, positiv überrascht, wäre zu viel gesagt, aber der funktioniert durchaus. Also es geht. Es geht alles. Man muss es nur wollen. Es gibt natürlich bessere Lösungen und zumal so ein Hesbit-Kocher auch nicht wirklich teurer ist. Zumal man sagen muss, dieses Ding mag jetzt nur 5 Euro kosten, aber dafür kann man es auch nur 2-3 Mal einsetzen und hat das Problem, wenn man es beim zweiten und dritten Mal einsetzt, dass man es eben nicht wirklich vernünftig transportieren, verschließen und transportieren kann. Also von daher, klar, es geht, es funktioniert, aber alle anderen Lösungen sind besser. Und Hesbit ist, glaube ich, so vom Preis her, Preis pro heißes Wasser, ja, ungefähr, also in Anbetracht dessen, dass die Anschaffungskosten von so einem Hesbit-Kocher so gering sind und die Anschaffungskosten von Trangia erstmal hoch. Wenn man den Trangia oft genug benutzt,
kommt man mit dem bisschen billigeren Spiritus dann irgendwann billiger hin. Wenn man den Esbit allerdings nicht so häufig braucht und wirklich nur mal ganz ab und zu hernimmt, dann ist man mit dem wieder billiger. Also so rein vom Preis pro heißes Wasser Effekt her ist der Esbit wahrscheinlich wirklich die billigste Lösung. Das Baumarktding, ja, die Teile nachkaufen, das wird dann halt gleich vergleichsweise richtig teuer. Ich glaube, da kostet ein Paket von den Dingern, 4 von diesen Einsätzen, kosten glaube ich auch 5 Euro, habe ich meiner Meinung nach gesehen. Wo ich vom Esbit-Kocher halt dann nochmal einen Nachteil sehe, ist, dass man unbedingt ein Streichholz oder Feuerzeug oder halt umständlich irgendwas anderes anzünden muss, um halt eben so einen Würfel zum Brennen zu kriegen. Das ist schon so ein bisschen, das kann schon mal ein bisschen nervig sein. Aber wirklich schlimm ist das ja auch nicht. Gut, haben wir das ausprobiert. Hat mir jetzt echt richtig viel Spaß gemacht und ich trinke ja jede Menge Tee heute. Von daher fand ich das jetzt wirklich lustig. Danke fürs Zuschauen, mitmachen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!